Laurein am Deutschnunsberg. Die rund 350 Seelengemeinde liegt auf knapp 1200 Metern Meereshöhe an der Grenze zum Trentino. Hier auf dem 20 Hektar großen Kerschmerhof leben Hans-Peter Kerschbarmer und seine Frau Evelin gemeinsam mit ihren beiden Kindern und den Altbauern. Die Familie vermarktet geschickt alles, was auf den Äckern wächst. Und das ist erstaunlich viel. Also wir hier auf dem Hof haben einen wunderschönen Garten. Und das freut mich voll, weil wir viel ansetzen. Also wir setzen an Salat, Radicchio, Karotten, Zwiebel, Bori, Zucchini, Gurken. Der Aufwand, so viele Gemüsesorten und Schnittblumen anzubauen, ist groß. Evelin Kerschbarmer lässt sich aber nicht abschrecken. Die Abwechslung gefällt ihr. Die Tochter, der Sohn und die Schwiegermutter helfen in der Direktvermarktung fleißig mit. Gemeinsam veredeln sie Naturprodukte. Früchte wie Himbeeren werden erntefrisch zum Verzehr angeboten oder zu Marmelade verkocht. In Handarbeit säen und ernten die Bauersleute jährlich 3000 Kilogramm Kartoffeln. Der gute Ertrag belohnt die viele Hingabe und den Fleiß. So, das ist unser Erdäpfelacker und wir haben 4-5 Sorten von Erdäpfel. Und das ist ein Nebenverdienst zu unserem Hof. Und wir sind ganz froh, eben, dass wir die auch können da ansetzen und da gut verkaufen. Ein fixer Nebenberuf wäre für die Bäuerin und Mutter undenkbar. Im Sommer werden das Gemüse und die Schnittblumen für den wöchentlichen Samstagsbauernmarkt in Kless vorbereitet. Ja, also wir verkaufen eben Gemüse und neben Gemüse verkaufen wir auch die Blumensträuße, was die Leute ganz gern kaufen. Also sie gefallen ihnen brutal gut. Und die haben uns gefreut, weil ihnen ein bisschen Einkommen für mich. Und durch den, dass wir da auf dem Hof auch brutal viel zu tun haben, arbeiten wir halt auch erst einmal viel zu weit, die Strecke zu fahren. Und so habe ich halt die Möglichkeit, mit dem Markt auch für mich etwas zu verdienen. Und ja, das ist ganz toll für mich. Dank der Direktvermarktung kann der Hof im Vollerwerb geführt werden. Immer mehr Konsumenten legen Wert auf Regionalität. Am Bauernmarkt und im Einzelhandel. Also es sind Gäste und auch Einheimische und sie tun das schon brutal wertschätzen. Also dass die Produkte von uns vom Hof verkauft werden. Und manchmal sind sie schon ein bisschen skeptisch, ist das wohlfeink und so. Aber wenn sie es noch gekauft haben, gekostet haben, kommen sie das nächste Mal. Na, voll gut, das war halt super. Dann habe ich halt auch Freude, sagen wir. Und dann merke ich halt, dass es ankommt. Die Bewirtschaftung des Hofes und der Felder ist nicht leicht. Die Wiesen und Weiden liegen sehr verstreut und reichen von 750 bis 1750 Meter Meereshöhe. Die kleinsten Grundstücke messen 500 Quadratmeter. Die Heuarbeit dauert dadurch den ganzen Sommer über. Die meisten Höfefenster sind auf, dann unter Brüder geteilt worden und die Geschwister und nachher sind halt jeder. Hat ein gutes Prickel gewählt und jeder hat noch dafür ein schlechtes Prickel gekriegt. Und so sind die ganzen kleinen Stücke entstanden. Es ist unten im Dorf, genauso wie da oben, wo wir jetzt auf der Bergwiesen sind, ist das Gleiche. Hat jeder so mehrere Stückchen. Diese Bergwiese umfasst ungefähr 6 Hektar, setzt sich aber eigentlich aus 4 Flächen zickzackartig zusammen. Erschwerend kommt hinzu, dass ein Teil der Wiesen des Kerschmerhofes in der Provinz Trient liegen. Die Grenze verläuft mancherorts mitten auf den Grundstücken. Wie hier durch einen einfachen Holzpfahl angezeigt wird. Das macht die Verwaltung komplizierter.
Ja, zum Beispiel im Winternhof 54%, weil die Gründe der Provinz Bozen und 50% liegen in der Provinz Trient. Und in dem Beispiel auf dem Bergwies, wenn man die Augen schaut, zu dem Pfosten da oben, links gehört die Provinz Bozen. Und wenn ihr hergeht auf der rechten Seite, gehört zu der Provinz Trient. Und da sind mehrere Bauern betroffen da in dem Dorf. Alles hier am Berg scheint zerstückelt. Das gilt auch für die Hofstelle. Der Hof wurde im 15. Jahrhundert erbaut, dann aufgeteilt, verkauft, zurückgekauft, vererbt und zurückgeerbt. Also da sind wir jetzt beim alten Stall, wie wir sagen. Da ist die Hälfte gehört dem Nachbar und die Hälfte gehört uns. Das kommt von daher. Der Hof ist 1483 das erste Mal urkundlich erwähnt, im Zusammenhang mit dem Weidestreit, mit den Nachbargemeinden. Und der war früher als unser Hofplatz. Also. Und im Laufe der Geschichte ist er noch unter die Nachkommen bis zu 4 Tale aufgeteilt worden. Die Familie war die erste in der Gemeinde Laurein, die einen Laufstall errichtet hat. Nicht nur die Tiere fühlen sich hier sichtlich wohl. Es ist Feinarbeiten, hauptsächlich auch die Putzsachen für die Kühe. In einem Armbindestall muss die Kühe striegeln, muss sauber halten. Im Laufstall, wenn sie eine Bürste haben, putzen sie sich selber, die bleiben sauber. Die Liegeboxen mit Stroh einstreit, das soll man saubere Boxen haben, um zu liegen, dann bleiben sie einfach sauber. Meichen ist vor allem milchhygienisch sauber, weil eben die Kuh geht im Milchstand drin und dann ist der Boden nicht sauber. Eine Besonderheit: zweimal täglich wird die Milch geliefert. Und zwar warm. Diese dient vorwiegend zur Produktion von Reibkäse, dem Trentin Grana im nahegelegenen Castelfondo. Wir praktizieren das so als Sennerei, weil einfach mit den Test, wo die Trentin-Graner machen, einen Geschmackstest und einen Festigkeitstest für die Käselaugen. Und sie doch herauskristallisiert hat, dass eben die Milch, die zweimal am Tag in der Sennerei geliefert wird, geschmacklich und besseren Käse gibt. Hans-Peter Kerschbarmer ist nicht nur Mitglied des Milchhofes in Castelfondo, sondern engagiert sich für die Bergbauern auch im Vorstand. Den Wilden etwas zu bewegen, hat er von seinem Vater geerbt. Dieser hat sich jahrzehntelang für Laurein eingesetzt, unter anderem als Bürgermeister und Feuerwehrkommandant. Und als Bürgermeister, da hat man eine große Verantwortung. Mit den ganzen Gesetzen, die auf einen lasten. Da hat es früher schon allem geheißen, der Bürgermeister ist mit dem Fuß allem im Gefängnis. Bob, praktisch. Wenn ihr gehört habt, dass ihr reingespürt habt, wird noch alles. Jedenfalls, auf uns lastet jedenfalls die ganzen Gesetze lasten auf dem Bürgermeister. Unter seiner Federführung wurden in Laurein die Hofverschließungswege gebaut, das Schulhaus renoviert sowie die lebensnotwendige Wasserleitung errichtet. Hof und Heimat. Begriffe, die in der Welt der Bergbauern mehr zählen als anderswo. Wer hier oben langfristig lebt, der tut es, wenn schon, mit Leib und Seele. Deshalb ist der Zusammenhalt wichtig. Es ist nicht unmöglich. Und das alles verhalten ist dort. Das ist irgendwie ein Dorfleben, nicht?